wunderschönen guten Abend. Heute ist Sonntag, der 6. Oktober 2024. Abschluss, langes Wochenende mit dem 7. Spieltag Eishockey-Oberliga Süd. 81,5% und auf der anderen Seite eine Powerplay, eine wirklich magere Powerplay-Quote. Eine sehr, sehr dünne Erfolgsquote. Beim EC Peiting von aktuell nur 5%. Das ist der schwächste Wert der Liga. Und ein Riesenfehler hier in der Hintermannschaft des EC Peiting. Bayreuth eingeladen. Zum Tore schießen und unsere Gäste bedanken sich mit dem 0:1. Vierte Spielminute. Was auch immer da unsere Hausherren veranstaltet haben. Und da ist er, der Ausgleich. Querpass auf Tommy Heger. Der nimmt die Scheibe an, muss aber ein, zwei, dreimal mit dem Schläger ran, bis sie dann endgültig drin ist. Aber sei es drum, Ausgleich im Powerplay. Eins beide, Tommy Heger, 14:47 noch auf der Uhr bis zur ersten Pause. Sampayer verpasst noch und dann ist es, ich glaube, die 87 gewesen, Martin Loschek im Abstauber. Sampayer kreiselt einmal vor Andriukow durchs Drittel, schießt, verpasst knapp am Pfosten, die Scheibe prallt zurück und dann steht er da, der Torjäger, mit der 87. Martin Loschek, 2:1, EC Peiting, 10 Minuten 39 noch zu gehen im ersten Spielabschnitt. Ein schönes Tor, vielleicht das schönste in dieser bisherigen Saison. Klasse Sequenz, ich glaube, eingeleitet von unserer 49 auf Seiten des EC Peiting, Felix Linden. Leon Daldusch noch mit dabei, nimmt hier Linden mit und der sieht in der Mitte glatt noch. Sampayer serviert ihm die Scheibe auf die Rückhand. Sampayer völlig alleine, ohne Probleme zum 3:1. Nicht der richtige Abnehmer. Und jetzt klasse gemacht. Sampayer, der Mann mit der Nummer 17, kriegt die Scheibe aus einer unübersichtlichen Situation auf den Schläger serviert. Bleibt cool. Einmal links, einmal rechts. Rückhand. 4:1. 15 Minuten noch gut bis zur zweiten Pause. Hier ist er, Sampayer, tankt sich durch. Einmal links, einmal rechts. Körpertäuschung vorbei an Andriukow. 3 Tore Führung, Viertelstunde noch zu gehen in diesem zweiten Drittel. Sampayer probiert, dicke Chance, Andriukow muss erneut ran, der kriegt mächtig was zu tun heute Abend. Und dann wartet Tommy Heger, wartet, wartet, wartet und spielt in die Mitte auf David Diebolder, kurzer Pass. Direkt vor Andriukow, der dieses Mal ohne Chance. 5:1, EC Peiting im Powerplay, 8:47 bis zur zweiten Pause. Nächste Großchance, nächstes Tor. Leon Daldusch endlich bekommt den Querpass von Sampayer, wenn ich es richtig gesehen habe. Der ist hier an der Scheibe, dann kommt der Querpass, Daldusch einmal, zweimal, dreimal, er bleibt dran, belohnt sich mit dem Tor. 6:1, keine Chance erneut für Andriukow. Jetzt nochmal eine Schusssequenz, 2, 3 Chancen für Bayreuth, aber die Scheibe entweder bei Konrad Fiedler oder knapp am Kasten vorbei. Hammerbauer nochmal.
Und dann wird die Scheibe abgefälscht. Tatsächlich der Anschlusstreffer. 2:6, 29 Sekunden vor der zweiten Pause. Hier sehen wir es, da kommt der scharfe Pass in die Mitte. Ich glaube, der sollte eigentlich rüber zur 68. Und dann dürfte sie 23 gewesen sein. Ja, am Ende ist es tatsächlich ein Eigentor vom EC Peiting. Bei den Gegentreffern, die 6 Stück, die er heute kassiert hat, weitestgehend machtlos. Und jetzt ist Marco Habermann durch. Und trifft die 19, blockt den Schuss, geht alleine auf Andrijukov zu, bleibt ruhig. Trifft zum 7:2, Marco Habermann, der Mann mit der Nummer 19, Tor für den EC Peiting. 18:55, noch auf der Uhr, eiskalt, keine Chance für Andrijukov. Erneut Peiting über links. Martin Loschek eiskalt. Bayreuth gerade ein bisschen ratlos, nicht sauber im Aufbau. Peiting macht Druck im Vorcheck. Die Scheibe kommt in die Mitte. Martin Loschek hält sie drin im Drittel. Trifft dann vorbei an der Fanghand von Andrijukov. Doppelschlag EC Peiting. 7:2, 18 Minuten und 2 Sekunden noch auf der Uhr. Fällt auseinander, 14 Minuten, 6 Sekunden noch auf der Uhr, 9:2, der 9. Treffer für die Hausherren. Hier geht's über links, dann der Pass in die Mitte, trocken abgeschlossen, Felix Brassard. Der nächste Treffer für die Hausherren, die heute hier mächtig was fürs Torverhältnis tun. Ansatzlos, keine Chance für Ilja Andrijukov. Und der nächste Treffer, dieses Mal für unsere Gäste aus Bayreuth. 3:9. Konrad Fiedler dieses Mal geschlagen. Bayreuth schlägt postwendend zurück. Hier Peiting mal defensiv. Nicht ganz kompromisslos. Und diesen Raum. Ich wollte gerade sagen, drin in der Box, aber Van den Hoek dazwischen kann erneut befreien und die nächste Chance. Das nächste Tor für den EC Peiting. Daldo schlägt quer von rechts auf Markus Cugalik und der macht die 10 voll heute Abend. 10 Minuten 54 noch auf der Uhr. 10:3 für den EC Peiting. Ja, da wartet einiges an Arbeit für den Bayreuther Coach Larry Suarez. Peiting drin in der Aufstellung. Sam Payeur an der Scheibe. Scheibe flippert durch, landet wieder bei Sam Payeur, glaube ich. Nee, am Ende war es David Diebolder tatsächlich. Mit dem 11. Treffer, Doppelpack für den Mann mit der 23. Sam Payeur legt raus, dann kommt der Querpass. Und dann fällt sie ihm genau auf die Kelle. Keine Probleme für David Diebolder. 11:3. Dann gibt es die Abende natürlich auch andersrum. Da funktioniert einfach gar nichts. Ganz normal im Eishockey. Und so früh in der Saison auch noch kein Problem. Van den Hoek hier, klasse Aufbau im Angriff. Findet den freien Raum, findet den freien Mann. Und schon wieder schlägt es ein. 12:3. 6 Minuten 19 noch auf der Uhr. Erneut Markus Cugalik, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier sehen wir Van den Hoek mit dem klasse Pass in den freien Raum. Und dann steht Cugalik völlig blank. Aber gleichgestellt von Sam Payeur. Wird hier zurückgepfiffen. Strafe gegen Peiting. Und jetzt flippt einer aus. Das ist Andrijukov. Zwei Bayreuther gegen einen Peitinger. Wenn dann 1 gegen 1. Und jetzt haben wir hier einen richtigen Brawl.
irgendwo muss der Frust ja hin heute. Wenn es spielerisch nicht klappt, dann eben so. Ah, die letzte große Chance gehört, so wie es aussieht, unseren Gästen aus Bayreuth. Glück hier für den EC Peiting, die Scheibe streicht vorbei. Jetzt laufen die letzten Sekunden runter. Endstand. Heimsieg 12:3 schlägt der EC Peiting die Unesto Tigers aus Bayreuth.